Da bin ich. Mit 108 Stunden, Neuter. Ich habe seit der letzten Aufnahme wirklich nur noch den Nightmare-Modus gespielt, weil mir der einfach besser gefällt. Aber so wirklich weit gekommen bin ich nicht. Ich habe auch immer das Gefühl, hier meine Setup-Phase dauert immer länger als der eigentliche Run. Oh, der ist gut. Oh. Blitze, damit ich mich selbst töten kann. Ich finde in dem Modus nämlich die Möglichkeit so gut, dass man direkt am Anfang einen guten Zauberstab oder eine gute Synergie auch mit irgendwelchen Perks haben kann. Aber dafür sind eben die Gegner auch entsprechend heftiger. Ich glaube, seit dem letzten Mal habe ich nicht so viel Neues gelernt. Außer durch einen YouTube-Kommentar, der gesagt hat, dass wenn man das Wurmblut frisst, dass man dann Wallhack kriegt. Und das stimmt tatsächlich. Direkt mit der Shotgun in die Fresse geschossen. Zu sagen, dass ich nicht zuversichtlich bin, das kann ich mir in dem Modus definitiv sparen. Nee, 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 nee. Der wirft mit Bomben um sich, okay. Gold hinterher fliegt, das ist schon nice. Hui, nicht gedacht, dass ich es gleich schaffe hier durch das erste Level. Sea of Acid, das nehmen wir. Und Water. Bin natürlich ein sehr großer Fan von Powder-Mechaniken. Deswegen kaufe ich mir eigentlich auch immer die Sachen, mit denen ich irgendwas kreieren kann. Och, Unlimited!
Jetzt kann ich das ganze Level einfach fluten. Was wahrscheinlich nicht gut ist, weil ich habe nicht den Perk, um unter Wasser atmen zu können, aber das hält mich nicht davon ab, dumme Sachen zu tun. Das war dumm. Hilfe. Was? Ah, nein! Ja. Ich hatte irgendwie gedacht, dass da eher zuerst Wasser rauskommt, aber nee, es war direkt Säure. Na gut. Oh. Schneller Reload nenne ich es mal. Toxic Immunity. Oh. Da kann ich ja weiterhin kompetitive Online-Spiele spielen. Oh. Das ist auch gut. Sehr gut. Und direkt noch ein Zauberstab. Das habe ich hier irgendwie auch oft. Die Map Generation scheint auch ein bisschen merkwürdiger zu sein in dem Modus. Ist dieser Zauber hier nur geil, wenn man Glas kennen hat. Wenn man dann die Map sehr gut damit auflöst. Achso, ich bin ja Toxic Immunity, genau. Zum Grüne brauche ich mich also nicht jucken. Mit den Schweißerbrillen oder Masken halten immer extrem viel aus. Jetzt habe ich kein Mana mehr. Oh no. Das regeneriert sich gar nicht. Das ist schlecht. Schießt immer zwei auf einmal. Wäre es vielleicht besser, wenn ich einfach nur einen drauf habe. Vielleicht ist das dann kostenschonender. Auf jeden Fall kann ich schneller schießen. Was macht der Zauberspruch eigentlich auf meinem Stab? Cast Delay höher und Spread höher. Okay. Der schießt aber nur mal schnell, habe ich das Gefühl, der Typ. Boah, ich hasse diese Dinger. Ich brenne. Toll. Was hatte ich noch? Irgendwas mit... Ach, ich knocke Gegner mehr rum. Was? Der hat eine Shotgun? Oder eine Pistole noch? Okay. Ja, stimmt, der hat eine Shotgun. Oh. Glaube, ich gehe durch das Portal. Oh. Nee. Dann shuffle ich lieber. Feuer-Immunity und Homing. Dann nehme ich Homing. Oh no. Oh, Hilfe.
kein Mana mehr. Ich glaube, ich sollte mir noch einen Zauberstab schnell machen, aber das war's jetzt. Wo ist hier Sicherheit? Ich kann mir nur das Ding hier machen. Okay, cool. Get pew pew. Okay, cool. Oh Mann. Neuter. Feuer Immunity und Feuer. Gasfeuer. Bei Gasfeuer habe ich noch nicht so wirklich den Sinn drin gesehen, außer dass sowas wie Säuregas halt weg ist, ohne dass es mich damaged, aber so vorteilhaft ist das jetzt auch nicht. Oh. So, was können wir denn Komisches machen? Damage, aber es macht mir auch Damage. Eigentlich egal. Ja. Für Mana genug. Könnte sogar noch so einen schnelleren Reload irgendwie drauf machen, wenn ich das finde. Ja, drei Zauberstäbe hier unten, okay. Das meine ich mit meiner Setup-Phase, dass die länger dauert. Eine dicke Explosion, na gut. Natürlich, das stimmt. Und ganz viel Shotgun, oh Mann ey. Wie die sich schießen. Der ist schon mal scheiße. Den kann man benutzen. Kann man sogar wirklich. Hm. Nehme ich mir den als Reserve oder mache ich hier oben einfach noch alles drauf? Gefällt mir eigentlich. Ja. So, wieder jeden einzelnen Goldpixel aufsammeln. Oh. Zauberstab. Der ist aber Müll. Huch, oh. Ja, Elektrizitätsflummis, okay. Holy shit, okay, das ist ja richtig gefährlich. Ja, die leben auch unendlich lange, oder wie? Was ist das für ein Zauberstab, okay? Den Typen muss ich schnell entsorgen. Er ist tot, weil er ertrunken ist. Oh Mann. Ja, hier im Wasser sollte ich auf jeden Fall den Zauberstab testen. Aber erstmal mache ich die Elektrizität runter. Was machen die Flummis eigentlich? Cast Delay und Spread weniger. Dann wäre doch eigentlich das hier geil. Vielleicht ohne das Ding? Ja, 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 kann man machen. Piu, piu. Very good. Das Ding hier würde schneller schießen. Hm, versuche ich mal mit dem. Viel besser. Mhm. Ja, welchen benutze ich jetzt? Ich glaube, ich benutze einfach den.
keine Gegner mehr, doch. Ich glaube, die Gegner fragen sich gerade, ob die den Nightmare Mode ausgewählt haben. Durch. Flamaxen. Totaler Müll. Toll, mir fehlt ein Gold. Oh Mann. Schwarzes Loch. Gucke erstmal, was es für Perks gibt. Nicht schlecht. Ich nehme einfach mal das schwarze Loch. Always cast. Das kann mir jetzt natürlich irgendeinen Stab einfach richtig verhunzen. Aber Projektilduplikation wäre wahrscheinlich noch besser. Achso, soll ich mir vielleicht... Nee, den Damage-Up sollte ich mir nicht auf den Flummi machen. Weil wenn die zurückbouncen und mir dann Damage machen können... Scheint auch doch hier random zu sein, in was für einem Level man hier rauskommt. Weil vorhin war das hier diese Hissy-Base. Oder wie die Dudes heißen. Ja, das hat mich fast gekillt. Oh. Ach ja, Feuer macht mir gar keinen Damage. Das sind mal so die Sachen, die ich vergesse, weil ich habe halt nicht genug Zeit, mir das einzuprägen. Für eine Run, weil ich ja dann eh immer sofort tot bin. Sniper-Nahkampf mich einfach zu Tode. Och. Vierter Versuch, glaube ich. Was ist das Minion? Ich liebe 2D-Spinnen in Videospielen. Random Bullshit. Das ist hier Critical on Water. Zweimal sogar, okay. Blood Mist. Das wird nicht als Water zählen. Ah, immerhin was zum Schießen. Makes a projectile separate into a bundle of 5 explosive bolts. As soon as it moves downward, okay. Ja, nicht gelogen, auf jeden Fall. Das wird mir bestimmt Damage machen, wa? Lieber weg damit. Das Ding schießt aber auch viel zu langsam. Ich glaube, ich muss den hier benutzen. Was passiert, wenn ich Floating und das hier mache?
und dann auf den Boden schieße. Okay. Die floaten auf jeden Fall nicht über den Boden. Okay. Ich glaube, wenn ich dieses Bubbly Bounce mache, dann kriege ich Damage, glaube ich. Ja, 10. Oh Mann. Nee, das ist also alles Müll. Ich benutze einfach Earthquake Shot. Das kann da schon schief gehen. Was macht mein Minion? Nahkampf-Damage vielleicht? Ich weiß nicht. Oh Gott. Ja gut, dass das... Dass das Bounce ist natürlich risky mit dem Earthquake, aber Earthquake ist generell risky. Warum kommt da Flüssigkeit raus, wenn ich dagegen trete? Das war's. Toller Earthquake, wenn er nicht mal den Boden kaputt machen kann. What? Oh Gott, ey. Irgendwelche Pixel landen auf mir wegen... Oh. Und jetzt habe ich keinen Earthquake mehr. Toll. Der Run wird's auf jeden Fall werden. Was habe ich? Ich kann Steine werfen. Das bringt mir nichts. Auf jeden Fall habe ich es jetzt in 4 Runs oder so geschafft, hier immer durchzukommen. Ist schon beeindruckend. 42 Gold. Geil. Das Einzige, was ich an dem Modus kacke finde, ist die Perks. Einerseits stacken die nicht, wahrscheinlich weil das Standard so ist. Aber andererseits, wenn man den am Anfang schon kriegt, dann checkt das Spiel nicht, dass man die schon hat und deswegen... tauchen die da noch mal auf. Jetzt muss ich mir Always Cast nehmen. Na gut. Toll, irgend so ein Arc Bullshit. Oh Mann. Ich finde, der erste Schuss killt mich jetzt mit dem Earthquake. Ah! Grüner Zauberstab, den will ich eigentlich. Was ist das denn für ein Bullshit? Meine Projektile machen Damage, aber ich mache nur Return. Also. Ja, Hilfe, ich hänge. Gib mir mehr Bullshit. Hilft mir Earthquake nicht mehr, wahrscheinlich schon leer. Oh, okay. Ich würde hier gerne durch. 1 HP. Ja. Aber mein Ding tötet die wenigstens noch. Oder auch nicht. 5. Run. Mal gucken. Mal gucken. Revenge Bullets. Earthquake, ey. Ist ja fast wieder dasselbe hier. Oh, Homing. Immer Homing.
So, welcher eignet sich am besten? Der blaue, aber der castet immer zwei. Acid Trail, Scheiß drauf, ich mache Acid Trail drauf und Earthquake Shot. Und dann wundere ich mich, wenn ich sterbe. Das ist der Plan. Wird direkt reingehalten hier. Bup. Das Level existiert noch, okay. Okay, das sollte ich vielleicht lassen. Oh, so viel Gold. Gib. Ah, scheiß auf Säure. So geht's schneller. Gold. Ah, fuck. Hilfe. Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass ich da rauskomme. Erst recht nicht mit einem Earthquake-Shot. Irgendwie scheint Säure länger zu leben, wenn man die mit Wasser mischt. So fühlt sich das immer an. Jetzt habe ich keinen Earthquake Shot mehr, aber das ist auch gut. Weniger Risk. Ach so, aber ich habe auch noch Säure, genau. Muss ich trotzdem aufpassen. Ah, Frog. Purifying Powder habe ich auch noch nie verstanden, was das macht. Ich träufle es mal einfach auf mich. Aber wahrscheinlich sammle ich es dann nur direkt wieder ein mit dem Ding. Ey, ich stecke fest, Hilfe. Ah, fuck it, einfach raus hier. Ah, ich habe über 200 Gold, okay. Hätte ich nicht erwartet. Muss von dem ganzen Trick Money kommen. Wegen dem Earthquake. Shuffle ich oder nehme ich Faster Projectiles? Na gut, Faster Projectiles an den Dingern ist eigentlich nicht so. Joink. Kontaktdamage, mehr Blut, hungriger Geist. Nehmen wir mehr Blut. Damit ich mich darin mal abwaschen kann. Fällt mir nicht. Die haben aber auch HP. Oh no. Help. The fuck is... Achso, die Dinger, okay. Sechster, siebter Run? Ich weiß es nicht mehr. Oh, Strong Levitation.
Well, well, well. Ich benötige. Auf jeden Fall regnet es. Keine Ahnung, ob es dafür einen Sinn gibt, einen nützlichen. Jetzt muss ich halt nur noch irgendwie an dieses Tablet rankommen, aber ich habe ja nichts zum Kaputtschießen. Und wenn man eben ein Tablet hier drauf wirft, kriegt man einfach Gold dafür. Ich weiß, da hinten in dem Baum ist ja auch irgendwie ein Tablet, aber dafür muss ich tauchen. Kann sehr gut in der Luft bleiben, wenn man Strong Levitation hat. Ah, was? Ich hoffe, die Dinger können nicht tauchen. Und wenn, hoffe ich, dass die ertrinken. Ah, die trauen sich nicht. Aber ich traue mich auch nicht. Hilfe. Ah, 10 AP, um zurückzutauchen. Das wird nichts. Oh. Ich habe Bomben, aber die bringen mir nicht allzu viel. Ich muss es halt riskieren, ein bisschen Wasser damit wegzumachen. Huch, überraschend viel sogar, okay. Das kann man bei den letzten Malen... Ja, aber ich komme hier unmöglich raus. Wenn ich jetzt richtig penibel wäre, könnte ich einfach hier alles voll machen. Was eine halbe Stunde dauert. Die letzten Tropfen rausschütteln. Das dauert viel zu lange. Und jetzt kann ich halt hier noch ein bisschen mehr Wasser mit meiner Flasche wegmachen. Ja, was habe ich für einen Zauberstab? Gar nichts. Okay. Vielleicht hätte ich mich voll equippen sollen, bevor ich rausrenne. Sehen die mich im Wasser? Ja. This was dead. Ja, das ist mir nicht zum ersten Mal passiert. Irgendwie, wenn man ganz weit nach oben fliegt, hier rechts oder so, dann spawnen ganz viele von denen. Keine Ahnung, was da der Gameplay-Grund für sein soll. Es regnet, ey. Unlimited, yes. Mana to kill. Greed. Unlimited und ich kriege direkt Sachen zum Explodieren. Das macht weniger Cast Delay ja dann. Mhm. Gleich 3 Stück, die sich in der Level verteilen hier und untertauchen. Huch, er ist am Dynamit erstickt oder so, die Ratte. That makes sense. Fragt euch sicher, was hier mein Plan ist. Und wenn ihr es rausgefunden habt, dann könnt ihr mir das auch gerne mitteilen.
in Form von Kommentieren und Liken. Ich weiß zwar nicht, wie das Liken mir irgendwie nützliche Informationen gibt, aber... So, wie expandiere ich das jetzt? Gar nicht. Alles, was ich mache, komplett wertlos, geil. Oh. Okay. Hilfe. Das war der krasseste Lag, den ich je in dem Spiel hatte. Aber ich würde den Rekord sehr schnell brechen. Ich hoffe nur, hier ist jetzt nicht irgendwo zufälliges Feuer. Gunpowder haben wir, na gut. Ist das Gunpowder? Ja. Ist Gunpowder nicht eigentlich schwarz? Ja gut, aber dann würde man das mit der Kohle wahrscheinlich verwechseln. Schlaues Game Design. Oh Mann. Hier können auch noch ein paar hin. Genau, direkt in die Kohle. Ich frage mich, ob das Spiel abstürzen kann. Mein ursprünglicher Test für meine PC-Leistung war damals immer in Garry's Mod ganz viele rote Fässer spawnen lassen. Mal gucken, was passiert, wenn ich drauf schieße. Ist auch gut, dass immer gleich drei auf einmal spawnen bei dem Zauberstab. So interessant, dass das Dynamit einfach überlappt. Ich glaube, ja, sind nicht alle auf einmal explodiert. Oh. Die Gegner haben auch schon aufgegeben. Hätte ich auch, fairerweise. Okay. Achso, hiermit kann ich auch die Map kaputt machen. Wo führt die Reise hin? Vielleicht treffe ich hier auf so einen Shop oder sowas. Ich glaube, so einen Shop hatte ich auch noch in keinem meiner Videos, aber ich habe den schon ein paar Mal gefunden. Okay. Well, well, well. Schon hier ist der Grund für das Überlappen einfach nur, damit man sich nicht sofort festhängt beim beim Klicken. Dann wäre das nämlich ein ziemlicher Death Sentence. Esse ich erstmal die Leichen und so ein bisschen Gras hier. So, kann ich jetzt hier... Also die Stärke des Lags scheint immer gleich zu sein. Nur die Dauer ist dann ein Unterschied. Ja, warum nicht? Ich gehe einfach mal oben lang. Wenn ich da hinkomme. Vielleicht habe ich ja diesmal mit der Pyramide Glück. Oder dem Tempel oder was auch immer das sein soll. Ich habe zwar nicht wirklich Range, aber... Ach, Double Gold ist das ja perfekt.
Ach so, das dauert ja jetzt wahrscheinlich nur wieder eine Weile, ne? Dann greife ich nach meinem Getränk. Ich falle. Da oben scheint Bullshit zu sein. Oh, man sieht deren Kugeln gar nicht. Neuter. Laseraugen. Wieder derselbe komische Zauberstab, den ich noch nicht aufgehoben habe. Na, fast ist ein anderer Teleport-Zauberspruch. Mana Recharge höher. Dann nehme ich den. Packe ich Acid Trail und Electricity drauf? Ich denke nicht. Bomben kann ich mit meinen Laseraugen auch nicht benutzen, weil die sonst sofort dann explodieren, wenn die spawnen, glaube ich. Oh, ein grüner Zauberstab. Random Bullshit, das ist gut. Was machen die Dinger? Irgendwas Gutes? Crit Chance. Oh. Und das Ding schießt einzelne schneller als die Recharge Time ist. Das heißt, je mehr ich da drauf packe, desto besser. Weil ich dann schneller schießen kann. Habe ich denn hier gerade keine Säure abbekommen? Noch habe ich 80 HP, dann entdecke ich, glaube ich, ein bisschen noch mehr. Oh! Da möchte ich gerne ran. Den Modus kriegt man aber, glaube ich, auch nur. Ach ne, 25 HP, okay. Ich hätte jetzt gedacht 10 oder so.
Und ich habe immer noch nicht 200 Gold. Kaufe mir die Lace Spellcast. Ich glaube, der. Ne, der Zauberstab wäre nicht besser. Okay. Money, 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 was macht das? Extra Item. Extra Wand Capacity, das machen wir einfach. Wow, ein Platz mehr, wo ich nichts reinmachen kann, weil ich nichts habe. Hätte ich mal geschaffelt. Oh Gott, was ist da denn? Noch ein Schiff hier unten, okay. Oder was auch immer das sein soll. Und der Typ mit seinem Zauberstab, ja. Wenn ich ihn weglasere, hätte ich eine Chance. Aber er rennt weg. Nein, danke. Na gut, Fair Trade. So, wenn ich jetzt keine guten Sachen kriege. Perk Lottery ist natürlich nice, aber ich muss halt durch das Level dafür kommen. Bevor das mir irgendwas Gutes macht. Oh. Toxic Mist und Spirits. Ja. Wie kann mir denn so ein Dulli 50% HP abziehen mit dem Nahkampf? Irgendwie gefällt mir der Zauberstab nicht. Tentakel fliegen, geil.
Oh Mann. So, letzter Run jetzt. Vielleicht spiele ich ja auch ein bisschen vorsichtiger. Nee. No one tinkering. Okay, das wähle ich aus und jetzt wähle ich Wand Tinkering. Kann ich jetzt mit Wands tinkern? Nee. Überraschenderweise nicht. Das ist dann aber überhaupt kein Wand Tinkering wahrscheinlich, ne? Ja. Aber Enemies droppen Blood Money. Was bringt mir das? Ja, ich kann ja nichts machen jetzt. Oh. Interessant. Oh, auch. Na gut, nehme ich den. Ne, ich gehe lieber auf Range. Oh, Big Blood Money, okay. Nur für normalen Kill, oder wie? Oder ist das nur eine Chance? Achso, da müssen die richtig durch Tricks gekillt werden. Ich glaube schon. Ganz viele Zauberstäbe in der Wand. Jetzt kriege ich natürlich mal Mana, wo ich nicht tinkern kann. Gab nicht. Drei Zauberstäbe sind da sogar drin. Komme ich nicht ran. What have I done? Ich meine, ich hätte es einfach nur nicht aufheben müssen, den Perk. Na gut. Ich glaube, ich brenne, wenn ich da... ja, nee. Nein, danke. Noch mehr Lava, bitte. So drei dicke Holzstämme habe ich so auch noch nie gesehen hintereinander. Ist das hier was Besonderes? Nee. Lava. Cool. Lava und Säure. Wirklich ein Nightmare. Hier möchte ich nicht sein. Nicht 200. Shotgunner mit Critical Plus. Huiuiui. Schon gedacht, die Frösche töten mich jetzt. Aber die Frösche sind eh die stärksten Monster in dieser Welt anscheinend. Zumindest die mit ihrer Zunge. Huch, habe ich Eis aufgehoben? Ach ja. Cringe. Huch. Ach, hier darf ich jetzt doch tinkern. Okay. Er bringt mir nur nichts, weil ich kann ja nichts drauf machen, so wirklich. Dann mache ich einfach wieder den hier. Ja, 50% mehr HP, das ist nicht viel. Repulsion. Yes. Wenn ich jetzt noch ein schwarzes Loch kriegen könnte, dann hätte ich die Level-Geometrie besiegt. Oh Mann, das Level.
haben auch gar keinen Damage. Sieht nicht gut aus. Oh boy. Oh, Glück gehabt. Hilfe. Okay. Ich würde sagen, ich habe keine Lust mehr auf den Nightmare, der Neuter ist. Bye. Vielleicht sollte ich einen anderen Modus spielen.